So, weiter geht's. Mit Freyas Boot nach Hause zurückkehren. Ja. Eine Walküre besiegen, nein. Ach stimmt, die Walkürenrüstung, die können wir uns dann auch noch rauskloppen aus denen. Die Walkürenrüstung ist voll aufgebessert und so die beste Rüstung im Spiel. Nochmal so eine Sache, warum die Walküren derart stark sind. Ach so, Güwex Knochen. Ja. Nimm die Gartentür. Mein Boot liegt den Weg runter. Geh. Die Ja. Zeit ist gegen uns. Machen wir. Ausgerechnet Helhe. Geht's dir gut, Bruder? Ich werde tun, was nötig ist. Lass mich in Ruhe. Wie du wünschst. Ja. Im Hintergrund rendert jetzt auch. Hui! Das könnte daran liegen, dass ich gerade halt im Hintergrund Part 9 render. Part 10 habe ich auch schon aufgenommen. Wir sind also hier schon in Part 11. Und den. Ich glaube, den Großteil der Story haben wir jetzt inzwischen fertig. Jetzt haben wir eine geile Kamerafahrt. Das Boot sieht irgendwie aus wie ein Hochzeitsboot, oder? Finde ich zumindest immer. Da ist der Hirsch. Oder noch so ein Hirsch. Wie vom Anfang des Spiels. Ich finde es aber geil, dass das nur so eine langgezogene Kamerafahrt ist. Und auch richtig geil, wie strukturiert eigentlich die Rüstungen sind. Das sieht man ja meist normalerweise gar nicht, aber das sieht halt echt aus. Okay, ehrlich gesagt, das sieht eher aus wie Leder von der Struktur her als wie, als wie Metall. Oh, da oben sind Traugre. jedenfalls sieht er trotzdem. Ach so, jetzt kann ich auch hier mal mich bisschen umschauen. Aber viel kann ich ja nicht machen. Nee, ich kann auch nur von hier hinten hier das mir ansehen. Aber trotzdem geil, wie viel Struktur die Sachen haben.
Und die mussten ja praktisch für jede Rüstung, die man theoretisch zu diesem Zeitpunkt haben könnte, das so strukturiert machen, ne? Und das ist einfach richtig, richtig geil. Und leider etwas, was, weshalb mir auch CGI in vielen Kinofilmen überhaupt nicht gefällt. Also, ja, bei den ganzen Marvel-Sachen, aber auch hier bei der... Autsch. Aber auch beim Hobbit. Aber auch beim Hobbit zum Beispiel. Beim Hobbit sind die Orks und so ja auch nicht so detailliert. Und jetzt mag man mir wegen mir sagen, der Hobbit. Ich weiß gar nicht, ob der erste Hobbit-Film noch vor diesem Spiel rauskam. Ich glaube schon. Ich glaube, der kam noch vor dem Spiel raus. Hey, ich bin mal nicht direkt am Anfang einer Folge abgekratzt. Keine Ahnung, was hier falsch läuft. auf jeden Fall. Ja, da kommen wir nicht durch. Aber die Hobbit-Filme haben halt... Naja. Ich denke mal, so einen Film zu rendern und so ist deutlich, ich sag mal, schneller und einfacher gemacht, als für so ein Spiel so eine ganze Spielwelt zu erschaffen. Also bei dem hohen Detailgrad, ne? Nochmal, die Hobbit-Filme an sich, ich finde sie nicht schlecht. Sie sind weitaus schlechter als die Herr-der-Ringe-Filme, das auf jeden Fall. Aber an sich sind sie nicht schlecht. Aber nur das CGI ist halt, das ist leider echt grottig. Gerade wenn man es mal mit so Spielen wie das hier vergleicht. Ich finde immer noch, das CGI von der Hobbit-Filme, da sehen halt die Trolle und Orks alle aus wie der Höhlentroll aus der Herr der Ringe, die Gefährten. Und ich lasse mir gerne sagen, dass der nicht gut aussah. Beziehungsweise, dass nach inzwischen über 20 Jahren das CGI einfach nicht mehr so gut ist. Aber das sind halt 20 Jahre Unterschied. Oder was war es beim ersten Hobbit-Film? 13? Über 10 auf jeden Fall. Und da sollte man schon einen ordentlichen Sprung im CGI erwarten können, oder? Naja.
Du kannst dich nicht verstecken, Spartaner. Bringe so viel Abstand zwischen dich und die Wahrheit, wie du willst. Das ändert gar nichts. Gib vor, alles zu sein, was du nicht bist. Lehrer, Ehemann, Vater. Doch einer unumstößlichen Wahrheit wirst du niemals entkommen. Du änderst dich nicht. Du bleibst für alle Zeit ein Monster. Ich weiß. Aber ich bin nicht länger dein Monster. Nee, damit habe ich noch nichts. Das macht richtig Spaß, aber... Irgendwie hat diese... hat es auch was sehr Trauriges, die zu benutzen. Das ist wirklich... ja. Richtig, richtig gut gemacht. Genau wie es mit den Waffen sein sollte. Zwischenwelt in deinem eigenen Vorgarten. Nimm die Abkürzung zum Weltenreisetempel und dann auf nach Helheim, ja? Also... richtig geile Waffen, aber... und ja, dass die Chaosklingen hier sind, ist natürlich riesiger Quatsch. Ist ja auch eigentlich... Wie sind die Armschützer auf einmal abgegangen und dann wieder aufgetaucht, ne? Aber... das ist halt so... das sind halt so Spielesachen, die lasse ich mir gefallen. Dafür schon. Was haben wir hier? Drücken Sie leichten Angriff beim Sprinten, um einen starken Doppelhieb-Angriff auszuführen, der Gegner ins Taumeln bringt. Okay. Ich sollte vielleicht noch erklären, dass alle... dass so die ganzen klassischen Moves, die irgendwie cool aussahen... aber natürlich auch effektiv waren. Davon sind sehr viele auch hier im Spiel wieder mit drin. Bei weitem nicht alle, aber dafür gibt's halt auch ein paar neue, die halt die Sachen, die weniger cool aussahen und so, ja. Und dann ablösen. Halten Sie den starken Angriff gedrückt, um einen starken Angriff auszuführen, der Gegner in die Luft schleudert. Das ist gut. Das wird direkt genommen. Alle von diesem Angriff getroffenen Gegner allein einen Feuerbombeneffekt. Vitalität erhöht den Widerstand gegen Unterbrechung dieser. Ja, okay. Drücken Sie während des Zielens
Stimmt. Die kann man ja auch, um einen Gegner zu durchbohren, in Kratos Richtung zu ziehen. Ja, vielleicht später. Führen Sie einen Angriff in schneller Folge aus, ohne Schaden zu nehmen, um die Chaosklinge aufzuladen und bei jedem Treffer Brandschaden zu verursachen. Bonus für Glück und Runenkraft. Okay. Drücken Sie beim Zielen rechte Maustaste, um einen starken Rundumschlag aus... Ah ja. Machen wir. Bonus für Glück und Runenkraft. Lass mal kurz sehen. Glück 4, Runenkraft 22. Ist das jetzt ein passiver Bonus oder... Runen 22... ja. Runenkraft hat sich auf jeden Fall gesteigert. Glück nicht, aber kann ja sein, dass das prozentual ist. Auf jeden Fall cool. So. Hölzerne Klingengriffe. Grobe hölzerne Klingengriffe. Okay. Keine Runenangriffe. Und wir sind jetzt Stufe 4. Und ja, das ist auch der Grund, warum ich jetzt eben die Klappe gehalten habe. Ich wollte halt den Moment nicht... Oder warum ich erstmal die... die Sache mit der Grafik so durchgekaut habe. Ich wollte diesen Moment nicht unterbrechen. Ich bin ziemlich sicher, dass du da hinten nicht mit mir gesprochen hast. Gibt es etwas, das du dir gern von der Seele reden möchtest? Sei mal sicher, den Waren von Geheimnissen bin ich unschlagbar. Naja, du weißt ja, wo du mich findest. Und fürs Protokoll, ich habe mir schon gedacht, dass du Grieche bist. Athene? Deutlicher geht's doch nicht. Ah, komm, lad. Willst du mal wohl laden? Ah! Ich meine, es ist ein kreatives Loading Gate. Aber. Naja. Was? Hey, du stinkst nach fremder Magie. Beim Schoß der Freya. Was ist das denn? Ein außergewöhnlicher Anblick. Ist das ein Familienerbstück? Nein. Wird es auch nie werden. Sohn, mein Bruder und ich schmiedeten Mjölnir für diesen Idioten. Ich erkenne Qualität. Und die zwei sind was Besonderes. Du hast Berg, ja... Wo ist denn der Kleine? Es geht ihm schlecht. Nein. Warum denn? Die Asen? Nein. Ich bin schuld. Und ich muss es wieder in Ordnung bringen. Manchmal kommen wir nicht um die Verantwortung herum. Sag, wie kann ich ihm helfen? Ich kann viele Dinge. Willst du, dass ich mit dir gehe? Nein. Deine Arbeit hier ist genug. Na gut. Und wohin bist du so eilig auf dem Weg? Ins Reich der Toten. Helheim, verdammt, so ernst ist es. Ja, so ernst ist es. Ich werde dich im Auge behalten. Brock kann die Chaosklingen verbessern, damit diese stärker werden. Keine Sorge, Kinder sind zäh. Ich habe mir in seinem Alter den Kopf abgeschnitten und mir hat's auch nicht geschadet. Okay. ja. Frostflamme haben wir natürlich keine. Chaosflamme erhöht die Runenkraft und schaltet neue Chaosklingenfähigkeiten zum Kauf mit XP frei. Ja. Runen von 5 auf 10.
Axt, schwere Runenangriffe, ja. Zauber. Symbol der Bedrohung. Ein Zauber der Vitalität um 6 erhöht. Sehr schön. Symbol des Trotzes. Abklingzeit um 6. Runenkraft plus 6. Symbol der Schatten. Glück plus 10. Ui. Ja. Holen wir uns mal alles. Das sind jetzt 10.000 Hacksilber. Das ist jetzt nicht. Das für. Nur für Hacksilber, das geht. Auferstehungssteine. Berserker Auferstehungsstein. Ein magischer Stein, der gratis voll. Ja. Drücken Sie F, wenn Krater stirbt, damit er dreht. Es kann hier jetzt nur. Mit vollständig hergestellter Rage und etwas Gesundheit wiederbelebt. Mir ist der überragende Auferstehungsstein lieber momentan. Hundert Schuppenfragmente der Weltenschlange. Ein Schuppenfragment von der Haut der Weltenschlange abgenutzt, aber noch stark. Sie wurde mitten der Insel. Erforderliche Ressource, eine Weltenschlange-Schuppen. Eine Weltenschlange-Schuppe, 100 Weltenschlangen-Schuppenfragmente. Frostflamme ein. Ein kalter Nebel. Ich würde sagen, habe ich momentan genug, ne? Okay. Hat da momentan nichts für mich. Und für uns heißt es jetzt natürlich Helheim. Das Reich der Toten. Jetzt, da Freya, die Weltenrune nach Helheim gegeben hat, müsste es auf dem Tisch wählbar sein. Na dann. Vanaheim. Welt nicht verfügbar. Jötunheim. Weltenturm zum Betreten dieser Welt fehlt. Alfheim. Welt vorübergehend nicht verfügbar. Muspelheim, Welt gesperrt, Weltenrune zum Betreten dieser Welt fehlt. Ich glaube, da müssen wir noch mal zu dem Turm. Niflheim, Welt gesperrt, Weltenrune zum Betreten dieser Welt fehlt. Asgard, Odin hat den Zugang zu dieser Welt verhindert. Svartalfheim, Odin hat den Welt zu dieser hat den Zugang zu dieser Welt verhindert. Helheim. Der einzige Ort, an dem man nicht hin möchte, in diese Welt reisen. Es ist zu weit. Wir machen es wirklich. Willst du uns nicht erklären, dass das absolut bescheuert und irre ist, was wir hier machen? Zum Brückenwächter gelangen.
Ich halte dir den Rücken frei. Lass mich diesen Moment nutzen, um dir zu sagen, dass das, was du vorhast, absolut irre ist. Nicht mal Odin kann diese Kälte überleben. Ich hoffe, die Klingen funktionieren. Ja. Damit willkommen in Helheim. Eine Brücke, die Freya erwähnte? Nein, wir sind noch auf der Weltenreisebrücke. Wir suchen die Brücke der Verdammten. Über sie gelangen die Toten in ihr endgültiges Zuhause, die Stadt Helheim. Der Brückenwächter, der den Zugang überwacht, zu dem müssen wir. Folge einfach dieser Brücke. Sie müsste uns direkt zu ihm führen. Weißt du, ich hatte gehofft, diesen Ort nie wiederzusehen. Du warst schon einmal hier, Kopf? Ja, als du mir den Kopf abgeschlagen hast. Ah! Sag mal! Jetzt fang du dich auch mit der Scheiße an! So weit kommt's noch. Und irgendwas. Helhescher-Fürst, sie müssen starke Häscher gewesen sein, als sie noch lebten. Jetzt, im Tode, sind sie noch stärkere Helhescher. Tja. Dornen mit dem Feuer deiner Klingen und mach uns den Weg frei. Gleich. Ah, Spartaner Ansturm. Leichter Runenangriff. Moment. Verursacht am Ende des Schlagangriffs eine Explosion. Ein Sprintangriff der Gegner mit einem brennenden Schild rammt und leichten Brandschaden verursacht. Okay. Drücken Sie richtig. Ah ja. Ich weiß nicht, wollen wir das aufleveln? Nee. Gerade nicht. Einer der Gründe, weshalb wir die Klingen geholt haben. Ja, einer der anderen Gründe ist halt egal, aus welcher Richtung wir angegriffen werden. Ach so. Was sich da unten links dann auflädt, also nicht unser Runenangriff, sondern auch unsere... Die zwei Schwerter da, die laden sich auch auf.
mit jedem Treffer. Seht ihr das? Das ist dann wahrscheinlich der Frostschaden, den wir machen können. Oh, da stimmt was nicht. Hier sollten nur die gerade Gestorbenen sein. Es sind zu viele. Das Tor muss geschlossen sein. Und wenn das Tor geschlossen ist, ist Hel überfüllt. Ohne die Walküre, die sie sortiert und auswählt, ist Hel überfordert. Helbrut, diese gesichtslosen Kreaturen sind sehr aggressiv und zögern nicht direkt auf uns zuzurennen. Sie verfügen offensichtlich über die gleichen Eismächte wie alles, was wir aus Hel kennen. Sie sind leichte Opfer für Vaters Klingen. Okay. Nee, können wir nicht. Dann können wir das erst später, okay. Ja. Nee, hier geht's nicht wirklich runter. Schade aber, dass wir hier quasi keine Sichtweite haben. Also ist halt ziemlich schnell grün, ne? Verschlossen. Jetzt. Ja, jetzt, suchen wir uns einen anderen Weg. Einen anderen Weg. Immer einen anderen Weg. Hat sich jetzt nicht schön angehört. Ah, deshalb nicht. Na komm. Au. Was meinst du, wer du bist? Ach, du bist tot. Ja gut. Dann will ich nichts gesagt haben. Ah, was haben wir denn nun? Hehlhescher Wache, ja. Hehlhescher mit einem Schild. Ah, diese geht aber. Ja. Als wir die Häscher bei meinem Haus getötet haben, kamen sie hierher? Wie sind sie so schnell zurückgekehrt? Die Zeit verstreicht nicht in allen Welten gleich, vor allem was die Welt der Geister betrifft. Wie das Licht von Alfheim. Ganz im Gegenteil. Der Seelensee fühlt sich schneller an als die Zeit in Alfheim. Aber Hel ist viel langsamer als Midgard. Tut mir leid, das muss verwirrend sein. Wenn wir früher wieder bei meinem Sohn sind, ist das gut. Ah, du lernst wirklich schnell. Ja,
Ja. Also keine Ahnung, warum sie gerade nur so Stufe 3 Gegner gegen uns hetzen. Ob die wirklich sich, ob die einfach glauben, damit die neuen Spieler da oder damit die Spieler überhaupt mit den Waffen lernen umzugehen. Ich weiß es nicht. Oh! Nein! Au! Könntet ihr mal sterben hier? Du auch. Mann. Oh, nein, nein. Valhall ist Teil von Asgard. Nur die würdigen Toten gelangen dorthin. Krieger, die im ruhmreichen Kampf sterben. Hel ist für jene, die unverdient sterben. Verbrecher. Ja, und jene, die durch Krankheit sterben, Unglück, Alter. Es ist unehrenhaft, alt zu werden. Naja, es ist wohl nie zu spät, in den Kampf zu ziehen. Nee, da komme ich nicht hoch. Ah. Ist da oben noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ein Heelspringer werden wir hier wahrscheinlich eher nicht vorfinden, oder? Also ein Springer, der uns dann mit den erforderlichen Zutaten für... Werden die Toten Midgard verlassen, wenn wir den Brückenwächter töten? Das glaube ich nicht. Obwohl es die Sache wohl auch nicht schlimmer machen würde. Es ist ein Hindernis weniger für die Lebenden, um das Innere von Helheim zu erreichen. Aber wer wäre so verrückt, dorthin zu gehen? Tja. Naja, wobei Helheim wurde eigentlich nicht als schlimmer Ort gesehen. Es war ein eher trostloser Ort, aber kein schlimmer. Also, naja. Ja, und hier ist alles schon so vorbereitet, dass man später mal mit Junge hier vorbeigeht und noch Sachen macht.
Deshalb muss wahrscheinlich auch alles, ja, so sein, dass man zurückkommt. Aber okay. Ah, Familienerbstück. Ah, ja. Wobei der eigentliche Brückenwächter in der Mythologie war der Totenwolf Garm. Also der hat ähnlich wie Cerberus. Die Brücke der Verdammten. Und da der Wächter, der dafür sorgt, dass die Toten wirklich tot sind. Was hält er da? Das Totem enthält eine mächtige Quelle magischer Energie. Die Quelle von Helheim selbst. Aber was du willst, ist sein Herz. Hol es dir, dann können wir gehen. Wie? Fang einen Streit an, das kriegst du doch hin, oder? Ist hier das? Nee. Hier ist ein... Ja. Keine Ahnung, gigantischer... Rabe... Adler... Keine Ahnung. Gigantisches Federvieh. Den Brückenwächter besiegeln. Er ist natürlich nicht so einfach zu besiegen. Matukra Helsa. Au! Ah! Au! Ja, komm! Ah, komm, komm, komm. Hau das Viech weg. Au. Autsch. Nein. Nein. Na komm! Wo bist du? Wo bist du? Ich brech dir das Knie! Au!
Aua! Nope! Na ja, komm, beinahe. Nein. Ah. Ja. Ich brauch dir deinen Kopf nicht zu zerquetschen. Ich kann dir auch die Augen ausstechen. Du musst dir die Hände schmutzig machen. Das ist auch noch so eine Sache. Was ist dieses Federvieh da am Horizont? Weil in der Mythologie gibt es dafür, soweit ich weiß, kein komm. Ja. Möge er in Frieden ruhen. Ich hab das Herz. Brauche ich sonst nichts? Das war's. Lieber schnell weg hier, ja? Kratos. Zeus. Zeus? Mein Vater. Dein Vater war Zeus? Na, das erklärt einiges. Was ist dieser Ort? Halte dich fern. Verstanden? Sein. Das ist nicht möglich. Es ist eine Illusion. Hilf. Matukre Heelsom, bekannt als Helheims Sohn und Brückenwächter. Matukre wurde anscheinend in Heel geboren und aufgezogen. Es muss schwer sein, in einem Trollstamm aufzuwachsen. In Heel aber muss es furchtbar sein. Foltert seine Bewohner mit der eigenen Vergangenheit. Machen wir uns auf den Rückweg zu deinem Sohn. Ja. Wie wir sehen, da gibt es gibt viele Wege in diese Stadt rein. Oder, ja, es wird wahrscheinlich hier die Stadt von Helheim da irgendwo sein. Weil, wo sollten die ganzen Toten sonst hingehen wollen? Und es sind ihrer 9 solcher Wege. Also, halt 8 auf der Seite, 8 auf der. Wir sind auf der 9. 4 auf der, 4 auf der. Wir sind auf der 9. Warum wohl 9?
Aber... Öffne das Schloss mit einer Bö von Heelswinden. Oh, Moment. Chaosflamme, juhu. Neuer Herstellungsauftrag. Chaos und Verwüstung. Verbessere die Chaosklingen. Ja. Psst. Ja. Psst. Ich dürfte gar nicht hier sein. Ist das kalt? Los, schnell, gib mir deine Klingen. Warum? Ich hab dir doch gesagt, ich will dir helfen. Mach schon. Meine Ausrüstung ist in Midgard. Bin gleich zurück. Er wird sie doch nicht klauen, oder? Hier. Jetzt sind sie bereit für die Winde von Hel. Ziel mit den Klingen auf diese magisch leuchtende Stelle und wirf. Halten Sie Steuerung gedrückt und... Winde von Hel. Winde von Hel sind instabil und können nur 10 Sekunden lang gehalten werden, bevor sie zur letzten Windfalle zurückkehren. Okay. Ziele jetzt mit deinen Klingen auf die Windfalle. Das ist die kleine Krise. Du jetzt kannst du die Winde von Hel absorbieren und freisetzen, wann immer es dir gefällt. Gern geschehen, ich bin da mal weg. Hier ist es kalt genug, um einem die Nasenhaare gefrieren zu lassen. Manchmal frage ich mich, ob es in seinem Hirn einmal eine Art Unfall gegeben hat. Wir waren viel zu lange fort. Er hat doch eben davon erzählt, dass er sich... Dass er sich im Alter von Atreus... ...mal den Schädel abgeschnitten hat. Den Kopf abgeschnitten hat. Ja, ja. Aber ich habe hier doch bestimmt noch irgendwas übersehen, oder? Eisnachtmar. Die wollen mir doch jetzt nicht erklären, dass... dass man selbst nach dem, nach dem Boss von Helheim immer noch keinen starken Runenangriff für die Klingen hat. Glaube ich denen irgendwie nicht. Ja. Ansonsten. Gameplay mit denen macht Spaß, finde ich. Ah.
Ach, ich weiß wie. Und hier haben wir graviertes Wappen der Beharrlichkeit. Nice. Tut mir leid, ich denke immer noch an die Sache von vorhin. Zeus war dein Vater? Nicht jetzt. Konzentrieren wir uns darauf, hier zu verlassen. Da muss ich dir zustimmen. Dann bewahre ich diese kleine Perle in aller Stille für später. Mach das. Sehr schön. Fester Sch... Da. Ah, wen haben wir denn da? Einen Springer. Und wie ich mit dir Stress. Na komm. Nein! Ah. Roter Angriff. Und tödlich Kriegsgriffe. Selten klingt auf. Geringe Bonusaktivierungschance auf eine Gabe der Stärke bei jeder erfolgreichen Tötung. Oh. Ist in jedem Asp. Gib 2 Stärke mehr, hat Runen und Glücksbonus. Ja, was soll ich da sagen? Sieht ehrlich gesagt auch noch cooler aus. Aber ich bin mir sicher, ich habe hier irgendwo was übersehen. Yeah.
Na kommt. So. Ja. Gabe der Stärke erhalten. Juhu. Sag mal. 134. Ah, okay. Wird nicht angezeigt, wie viel. Schade. Aber ist okay, damit kommen wir klar. Sollte trotzdem ein bisschen was bringen. So. Jetzt, wo war die nächste Windfalle? Da, auf dem Rücken von dem ist die nächste Windfalle. Weil, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt. Ich habe mal ein Let's Play von diesem Spiel angesehen. Von wem war es noch? Der Sorbus. Und, okay, diese Gabe der Stärke bringt einiges. Ich kann mich noch dran erinnern, dass der eine Weile festhing, weil er eine Windfalle nicht gefunden hat. Und nein! So. Und, dann die auch wirklich dauerhaft nicht gefunden hat. Und dann, ja. Und dann musste er quasi eine dieser Windfallen überspringen und das so innerhalb von 10 Sekunden schaffen, was eine ziemliche Tortur war. Und ich meine, das war die hinterm Rücken von dem Kerl. Die hat er damals nicht gefunden. Dann musste er halt bis dahin rennen. Und das war... Ich meine, er hat es irgendwann geschafft. Ja, aber... Das war nicht schön. Auch wenn ich ihm zugeben muss, er hat da Skill bewiesen. Ach. Ah, okay. Stimmt. Ja, ich erinnere mich. Aber es wäre auch so möglich.
komm. Ich probier's noch einmal so. Ich will einfach nur wissen, ob ich's schaffe. Ach. Komm, da war doch jetzt ein hundertstel Sekunde. Na komm. Bomb. Ich weiß gar nicht, kann Kratos hier überhaupt Fallschaden erleiden? Er sollte eigentlich nicht. Ja, und jetzt ist das natürlich easy. Und Chaos-Zyklon, leichter Runenangriff. Ein Rundumangriff, der alle Gegner in der Nähe beseitigt. Ah ja, der. Eine der ikonischsten Angriffe in der Reihe, würde ich mal behaupten. Ein Spartaner-Ansturm gab es so nicht. Erhöht die Dauer und den Schaden des Angriffs sowie die Gesamttrefferanzahl. Erhöht Dauer und Schaden des Angriffs sowie die Gesamttrefferanzahl stark. Geht halt einmal die Betäubung, einmal der Schaden hoch. Ja gut, hat aber natürlich deutlich mehr Flächenschaden. Ich finde die auch stylischer. Trotzdem, ich muss mal ganz kurz hier unterbrechen und mal schauen. Da kann doch jetzt nicht wahr sein, dass wir den ersten schweren Runenangriff außerhalb von Heal bekommen. Moment. Ich habe hier gerade so eine Liste gefunden. Moment, das sind Skills. Nee. Komm, schwerer Runeneingriff. Das ist jetzt. Ja. Nö, ich finde hier gerade nichts. Oder?
Ja. Nö. Keine Ahnung, nö, steht. Ich find nix. Hehe. Das macht auf jeden Fall Spaß. Ja gut, gehen wir zu Brock. Du hast es geschafft. Jetzt mach dich besser gleich auf zu deinem Jungen. Grüß das Pickelgesicht von mir, wenn sie wieder gut geht. Ja, ich weiß, dass ich eine Chaos-Klingenverbesserung habe. Ah, und wir haben jede Menge Klingenknäufe. Präzisionserholungsangriff. Moderate Bonusaktivierung auf den Sing der Abklingzeit, nachdem ein Gegner in der Luft erfolgreich mit Speer des Chaos getroffen wurde. Oh nö. Präzisionsgriff der Festigung. Präzisionskriegsgriff. Geringe Bonusaktivierung auf einen Rageschub bei. Nee. Geringe Bonusaktivierung auf einen Segen der Abklingzeit. Nee. Tödliche Griff der Magie. Runensegen und geringe Bonusaktivierung auf eine Gabe der Abwehr. Nee. Mir gefällt mein momentaner eigentlich ganz gut. Obwohl es ne. Du bist sicher, du hast nichts mit Leben. Moderate. Ach so, nee. Tödlicher Griff der Vitalität. Ich würde sagen, nehmen wir das mal. Ja, komm. Maximum verbessert, sehr schön. Armrüstung fehlt, ne? Genau, Metallplattenarmschienen. Würde ich sagen, nehmen wir uns die jetzt. Einfach damit wir das komplette Set haben. Genau, ausrüsten. Sehr gut. Und natürlich verbessern. Mehr Runen. Yay. Mehr Runenkraft. So. Kaufen. Okay. Ja,
sehen cool aus. Okay. Ja, graviertes Wappen der Beharrlichkeit. Moderate Bonusaktivierung auf den Singen der Abklingzeit B. Nee. Glück plus 10. Ich hatte zuletzt die mit. Was ist das? Symbol der Wahrheit. Ein Zauber der Stärke und Runenkraft um 3 erhöht. Ja, ich gehe mal auf Symbol der Schatten und hol mir das Glück. Glück, weil Glück ist immer gut. Vor allem eine Bonusaktivierungschance. Ja. Ach so. Ja. Erhöht die erhaltene Verbrennungsmenge bei jedem erfolgreichen Klingentreffer. Genau. Ja. Das schneller hoch zu pushen. Halten Sie linke Maustaste gedrückt, um einen starken Angriff auszuführen, der alle Gegner in Kratos Nähe trifft. Sieht cool aus, kann helfen, wird mitgenommen. Drücken Sie während des vorletzten leichten Kombo-Angriffs schweren Angriff, um einen schweren Abschlussangriff-Kombo anzuschließen. Kann nicht schaden. Ja. Da haben wir hier wieder genug. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ja. Sieht gut aus. Ist als okay durchgewunken. Wir sollten nicht zögern. Sofort zurück nach Midgard mit dem Herzen. Ja, mache ich jetzt auch. Ist ja gut. Und ja, wir haben Hel echt in etwa einer Stunde durch. Dieser erste Besuch nach Hel ist nicht so. Naja. Endlich verstehe ich! Verfluch dich, Baumler an der Hüfte vom Geist Spartas! Nenn mich nicht so. Versteh mich nicht falsch. Von dem, was ich gehört habe, hat er es das Mantel verdient. Aber ich muss das erstmal verdauen. Ich weiß, du hast Götter, aber du kannst ihn nicht fernbleiben, oder? Sag dem Jungen nichts davon. Er darf es niemals wissen. Schwachsinn, Mann! Mit Verlaub, Schwachsinn. Er muss es wissen. Ohne die Wahrheit wird er niemals er selbst sein. Hör mal, ich verstehe. Du hast die Götter. Alle Götter. Es ist kein Zufall, dass dich das auch einschließt. Und es schließt den Jungen mit ein. Siehst du das nicht? Er spürt es. Er kann nichts dafür, was er ist. Nicht mal im Ansatz, weil du es ihm nicht gesagt hast. Alles hängt zusammen, Mann. Du wirst ihm nichts sagen. Aschi. Ah. Oh, verflucht, ich hänge an der Hüfte des Geist Spartas, ja. Hey,
Erinnerst du dich noch an die Abkürzung zwischen den Welten? Ich habe sie verbessert. Oder vielleicht auch vermurkst. Die brauchen wir. Das weiß ich doch. Also habe ich mit den Winden von Hill dafür gesorgt, dass es nicht nur in eine Richtung geht. Jetzt könnt ihr mit mir hin und her reisen, wenn sie nicht vermurkst ist. Dann kommen wir damit zu Freya. Das ist eine sehr gute Idee. Hm. Na dann. Direkt mal ausprobieren. Vielleicht nicht ganz rund, aber es wird schon klappen. Fafnir Sword. Ja, momentan haben wir natürlich nur einen. einen Weg. Also ihr wisst offensichtlich, wie man mit Stil reist. Na dann, los! Ist ja ein ordentlicher Weg. An dem wir jetzt zu latschen haben. Wenn das wieder so ist wie eben, dann auf jeden Fall. Und diesmal wird auch nichts gesagt. Aber naja. Ah, da ist ja das Tor. Hier sind wir falsch, aber nah genug. Er meinte, es läuft nicht ganz rund. Beeilen wir uns. Quatsch. Ist noch nicht freigeschaltet. Wahrscheinlich, damit man erstmal den Auftrag zu Ende macht. Freya. Das Herz. Du hast es. Ja. Handrücken. Er ist immer noch krank. Das Fieber ist bald weg. Aber zur Heilung muss er die Wahrheit kennen, was er ist. Ja. Es ist nicht so einfach. Richten wir ihn auf. Ich habe ebenfalls einen Sohn. Aber wir haben uns schon sehr lang nicht mehr gesehen. Bei der Geburt zeigten die Runen einen jähen Tod. Das Kind in meinen Armen war so klein, so hilflos. Ich wusste sofort, ich würde alles tun, ihn zu schützen. Egal um welchen Preis. Natürlich tat ich alles nur für mich selbst. Meinen Willen, meine Ängste zog ich seinen Wünschen vor. Und erkannte seinen Groll erst viel zu spät. Mach nicht denselben Fehler. Glaub fest an ihn. Die Wahrheit ist nicht einfach. Doch nichts ist einfach mit einem Kind. Das ist ein Fluch. Der Junge wurde verflucht. Geh nicht ohne mich. Werde ich nicht. Haben wir eigentlich eine neue Rüstung für den Jungen? Mir geht's besser. Das sehe ich. Kann er denn wieder reisen? Vorerst. Kommt nicht wieder vor. Ich verspreche es.
Gut, dann bemühe dich darum. Das kam einem Danke jetzt sogar sehr, sehr verdächtig nach. Das vergesse ich dir nicht. Danke. Dein Vater hat den Großteil geleistet. Du solltest bleiben, dich erholen. Du hast genug getan. Ihr wisst, meine Tür steht euch immer offen. Ja. Das ist Vanaheim, nicht wahr? Das hast du herausgefunden? Das Fenster sieht aus wie Bifrostkristall. Und ich weiß, dass es nicht nach draußen zeigt. Und naja, es macht dich traurig. Für jemand, der so jung ist, bist du weise. Ja, dies ist ein Fenster zu einer lang verlassenen Heimat. Aber es ist nur ein Ausblick. Das, was mit dir in Alfheim passiert ist, du kannst Midgard nicht verlassen, oder? Ein Geschenk von meinem früheren Mann nach unserer Trennung. Warum sperrt Odin dich in Midgard ein? Pure Grausamkeit wäre für ihn schon Grund genug. Doch wie bei all seinen schnellen Entscheidungen trieb ihn die Angst an. Vivarnen waren die größte Bedrohung der Asen, bis unsere Heirat den Frieden brachte. Viele der Vanen glauben nun, ich hätte sie verraten. Für mein Opfer werde ich von meinem Volk gehasst. Mich hier einzusperren heißt, dass ich es nie richtig stellen kann. Also ich habe mich gefragt, warum wohnst du unter einer Schildkröte? Er war mein erster Freund hier in Midgard. Er bot mir einen Unterschlupf und zum Dank dafür schütze ich ihn vor allem Bösen aus dem Wald. Goldener Keiler, riesige Schildkröte, du hast interessante Freunde. Ja, da fällt mir eine Szene aus dem Trailer ein, die zeigt, dass Freya die beiden angreift. Und wir haben ja vor 2-3 Folgen gelernt, dass Freya eigentlich niemanden angreifen kann. Also sie kann nicht kämpfen. Nun denn, bevor Modi uns so grob unterbrochen hat, wollten wir gerade Tirs Gruft erkunden. Ja, um die schwarze Rune zu finden. Junge, kennst du den Weg von hier aus? Oh, ich weiß nicht. Klar weißt du es, Kleiner. Wir brauchen ein Boot. Weiß nicht. Ja, wir brauchen wohl ein Boot. Also gut. Ja. Jedenfalls die Sache ist die, dass wir gelernt haben, Freya kann nicht mal zum Selbstschutz kämpfen. Aber aber in dem Trailer kämpft sie ja. Also klar, wir sehen sie nur jemanden an. Wir sehen sie nur Kratos und Junge anspringen. Mit einem Schwert in der Hand. Weil. Dass sie das schon kann, ist ja irgendwie. Sie kann es, sollte es aber nicht können. Also halt wirklich nicht einmal das. Ich bin gespannt, was der Grund dafür sein wird, dass sie es kann. Ja, komm. Na, also. Verborgene Kammer Nummer 2. Verborgene Kammer von Odin.
kein Wunder, dass hier alles so schrottig aussieht. Aber hier scheint nur eine Walküre zu sein. Schauen wir uns an, aber bekämpfen wir nicht. Dafür bin ich noch nicht stark genug. Von Skill mag ich hier gar nicht erst anfangen. Wenn es um Skill geht, dann nö. Poliertes Wappen der List. Okay. Nett. Da ist eine der Walküren. Wie gesagt, angreifen ich nicht. Aber eine der eine der verborgenen Kammern dürfte ja leer sein. Also, dass da keine Walküre ist. Ne? Du willst dich nicht da aufbauen. Oh, das ist ja doof. Oder musste man 8 Walküren besiegen und dann kommt die Anführerin, die Königin der Walküren. Weil die ist der letzte dieser optionalen Bosse. Und der härteste Gegner im Spiel. Und zwar deutlich. Also selbst wenn man die Walkürenrüstung hat, die besten Waffen, die ist tough. Aber genau so sollte es ja bei so einem optionalen Bossgegner auch sein. Finde ich zumindest. Die können ruhig dafür gemacht sein, unfair schwer zu sein. Ich meine, ich weiß nicht mehr, in irgendeinem Kingdom Hearts, da gibt es ein Turnier, da gibt es nur einen einzigen Gegner. Einmal muss man den besiegen. Wenn man das geschafft hat, dann, hast du ihn besiegt. Super, freu dich. Das Problem, dieser eine Gegner ist Sephiroth. Und, ja. Mehr brauche ich, glaube ich, nicht zu erklären. Sephiroth macht genau das, was man von ihm erwartet. Dein Team platt. Naja, schauen wir uns mal den See der Neuen an. Die Schlange wurde ja beim letzten Mal gerufen. Ich bin gespannt, was geschehen ist. Wir gehen noch weiter hinunter, wie es ausschaut. Da siehst du, das Boot ist gestrandet. Jemand hat vorhin die Schlange gerufen. Steig ein, ich werde es ziehen. Du bist still. Geht's dir nicht besser? Doch, tut es. Ich weiß, du hast mich und Freya gehört. Du glaubst, du begreifst, tust du nicht. Warum
sagst du nichts? Du sagst, ich bin verflucht. Ich bin schwach. Ich bin nicht wie du. Ich bin nicht das, was du wolltest. Aber nach all dem dachte ich, was hat sich geändert? Du weißt nicht alles, Junge. Nein. Aber jetzt kenne ich die Wahrheit. Die Wahrheit. Die Wahrheit. Ich bin ein Gott, Junge. Aus einem anderen Land, weit von hier. Hier entschied ich mich für ein normales Leben als Mensch. Aber die Wahrheit ist, ich wurde als Gott geboren. Und du ebenso. Junge, hast du nichts zu sagen? Kann ich zu einem Tier werden? Kannst du zu einem Tier werden? Nein. Nein, das glaube ich eher nicht. Ich bin ein Gott. Und Mutter? War sie eine Göttin? Nein. Sie war sterblich, aber sie wusste, wer ich bin. Ich bin ein Gott. Warum hast du nie was gesagt? Ich wollte es dir ersparen. Ein Gott zu sein, kann ein Leben voller Kummer und Leid bedeuten. Das ist der Fluch. Was kann ich denn so? Kann ich fliegen? Unsichtbar werden? Ich fühle mich nicht wie ein Gott. Ich kenne deine Kräfte als Gott nicht. Aber sie werden sich zeigen. Ich kann nicht zu einem Wolf werden? Ich lasse mich gerne überraschen. Versuch's mal mit Pferd. Ja, okay. Kann ich deshalb manchmal stimmen? Hast du wirklich nie welche gehört? Nicht so wie du. Das ist nicht überraschend. Jeder Gott ist einzigartig. Also werde ich vielleicht nicht so stark wie Vater. Bekomme aber eigene Fähigkeiten? Die hast du doch jetzt schon, Jungchen. Deine Sprachbegabung ist außergewöhnlich für jemanden, der so jung ist. Die Zeit wird zeigen, wozu du sonst noch fähig bist. Du hast es also gewusst? Ja, ja. Aber ich habe mehr als Götter gekannt. Mich offenbar auch. Tja. Wer wusste wohl noch, dass ich ein Gott bin? Früher natürlich. Brock und Sindri? Sie müssen es nicht wissen. Baldur! Weiß er es? Verfolgt er uns deshalb? Kennst du ihn von früher? Am Tag der Beisetzung deiner Mutter sah ich Baldur zum ersten Mal. Das ist die Wahrheit. Hey, wir müssen doch nicht direkt zu Tyrsgrof zurück, oder? Ich meine, wir sind Götter. Wir können tun, was wir wollen, stimmt's? Worauf hättest du jetzt Lust? Ich werde es dir zeigen. Ja. Ich glaube, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, ne? Ja. Egal. Ich bin mir gerade unsicher. Geht das Wasser noch ein viertes Mal hinunter oder war es das jetzt? Ich weiß es echt nicht mehr. Ich meine, das war nur dreimal, aber wir werden noch ein paar Mal mit der Schlange interagieren, also. Könnte sein.
falsch. So. Und Aegis Gold. Was passiert denn mit ihr? Ich bin nicht ganz sicher, Kleiner. Sie wurde verlassen, lange bevor Jörmungandr kam und alles überflutete. Wie es wohl war, hier zu leben? War hier noch irgendwas, oder? Ach so, stimmt, hier kamen wir nicht weiter. Na gut. Was ist das? Die Anatomie der Hoffnung, Gülwigs Knochen. Mystisches Tor, Svartalfheim, Weltentor. Oh, gehen wir doch mal dahin. Wollte ich ja eh. Hey, wenn ich ein Gott bin, vielleicht kann ich fliegen. Nein, nein! Götter müssen auch auf dem Weg bleiben, da bin ich ganz sicher. Was glaubst du, Mimir? Was will Baldur von uns? Sehen wir uns mal an, was wir wissen. Baldur ist Odins bester Fährtensucher, zweifellos. Wenn er euch sucht, solltet ihr die Möglichkeit erwägen, dass Odin euch sucht. Und was Odin will, davon kann ich dir ein Liedchen singen. Was könnten wir haben, was du nicht hast? Er ist doch König der Götter. Der Asen, ja. Aber sein Einfluss ist nicht unbegrenzt. Und was er nicht erreichen kann, da will er unbedingt hin. Jedenfalls hat er mich dafür über die Jahre genug gefoltert. Mimirs Geschichten. Mimir glaubt, Baldur sucht uns in Odins Auftrag in einem Ort, will den er nicht erreichen können. Aber können wir? Wir brauchen die restlichen Teile der Sprachscheibe. Okay. Ach so, das war das mit den Wulfen, ne? Nicht Wulfen, wie heißen sie noch? Ach, probieren wir es einfach mal. Konzentrieren, Junge! Ein Moment! Komm schon, hoch! Nein! Na komm! Also gegen Level 7 brauche ich es immer noch nicht zu versuchen. Ich sehe es ja ein. Wo war der Springer? Der war doch Level 6, oder? Vielleicht habe ich gegen den eine Chance. Alfheim Weltenturm.
Niflheim, Weltenturm, Muspelheim, Wachturm. Ja, der Wachturm. Da, das ist es bestimmt. Ich würde sagen, probieren wir mal den Alfheim-Turm. Das Schlimme. Also, will Odin dorthin, wo er nicht hinkommt? Soll das heißen, dass er auch nach Jötunheim will? Ja, er ist geradezu besessen davon. Aber es ergibt überhaupt keinen Sinn. Oh, seit wann erzähle ich Unsinn? Baldur wollte durch uns den Weg nach Jötunheim finden. Aber das war, bevor wir überhaupt wussten, dass wir nach Jötunheim müssen. Das ist verrückt. Abgesehen davon, dass ihr unterwegs nach Jötunheim seid. Also hatte er recht. Jetzt bin ich verwirrt. Dann hast du jedenfalls zugehört. Wenn Odin und Baldur nach Jötunheim wollen und glauben, dass wir der Schlüssel sind, woher wussten sie das, bevor wir selbst überhaupt wussten, dass wir dorthin müssen? Mimir besteht darauf, dass es Sinn ergibt. Ja. Die Antwort, mein junger Freund, ist, Magie. So doof es sich anhört. Probieren wir das doch mal hier bei dem Turm. Jetzt sag mir nochmal, woher Odin vor uns wissen konnte, dass wir nach Jötunheim gehen. Odin ist extrem schlau, weißt du? Beinahe so schlau, wie er es selbst glaubt. Und er sammelt Prophezeiungen. Geht es um die Zukunft, kommt es in seine Sammlung. So kann er sich immer als allsehend und allwissend inszenieren. Aber es geht natürlich um Kontrolle. Kontrolle über die Zukunft, sein Schicksal. Er würde jedes Gebiet in jedem Land auf jeder Welt kontrollieren. Wenn er es könnte. Er will jedes noch so kleine Widerstandsnest auslöschen, selbst wenn du nie eine Bedrohung warst. Es reicht, dass du eines Tages eine sein könntest. Wie du siehst, es ist nicht wichtig, wie er es vor euch wissen konnte. Es ist wichtig, dass er recht hatte. Ha. So. Komm, ich will nur gegen einen Springer kämpfen. Und hoffe dafür nicht ordentlich aufs Maul zu bekommen. Aber nein, nicht hier. Schade. Probieren wir noch einen Turm aus. Ja. Ja, einen. Ich würde sagen, einen Turm probieren wir noch aus. Und wenn ich diesmal nicht... Und wenn diesmal kein Springer da ist, dann... Alfheim, Niflheim haben wir schon, oder? Nee, Alfheim war es, was wir schon probiert haben. Gott, verdammtes Kurzzeitgedächtnis. Es bedeutet sicher nichts. Die Schlange meinte, der Junge kommt ihr bekannt vor. Ich? Das ist unmöglich. Oh, dem stimme ich zu. Es sei denn, vielleicht sie spricht von etwas, was noch kommen wird.
Es heißt, wenn Jörmungandr und Thor zu Ragnarok kämpfen, erschüttert dies den Baum des Lebens derart, dass er zersplittert und die Schlange durch die Zeit zurückschleudert, sogar vor ihrer Geburt. Das ist doch verrückt. Ich hab doch gesagt, dass es nichts bedeutet. Die Geschichte der Schlange. Jörmungandr, die Weltenschlange, hat bereits zu Ragnarök gegen Thor gekämpft und wurde in die heutige Zeit zurückgeschleudert. Oder Mimir ist verrückt. Ja, es ist Zeitreisequatsch. Wie man ihn von Dragon Ball kennt. Nein! Na komm! Komm! Nein! Das war's. Okay, ich sehe es ja ein. Noch nicht. Noch nicht. Ja gut. Dann schaue ich mal so. Was. Ohne die ganze Schüffel kann ich das nicht lesen. Was stattdessen so anstehen könnte. Und. Ach so, ich meinte ja noch, wir müssen die. Die Rune von Muspelheim, um die müssen wir uns kümmern. Ja, na dann. Das wird dann jetzt die. Weißt du, warum es in Midgard keine Riesen mehr gibt? Ich meine, außer der Schlange aus der Zukunft. Tja, was das angeht, haben sie mich nicht ins Vertrauen gezogen. Auch wenn Odin vom Gegenteil überzeugt ist. Aber eins weiß ich, wenn ich 60 Winter lang zusehen müsste, wie Thor mit seinem verfluchten Hammer die Besten meines Volkes niedermetzelt, würde ich auch heimgehen und meine Wunden lecken. Es ist furchtbar. Ich habe alle Riesen, die ich kannte, sehr gemocht. Deshalb haben sie die Brücken nach Jötunheim zerstört, damit die Asen nicht folgen konnten? Und deshalb steht in dem See kein Turm? Ich bezweifle, dass das Zufall ist. Meinst du, dass wir Riesen finden werden, wenn wir nach Jötunheim kommen? Alles ist möglich. Die Riesen verließen Midgard, um Thors Feldzug zu entgehen. Vermutlich zerstörten sie auch die Brücken. Wie haben sie den Jötunheim-Turm im See verschwinden lassen? Ja. Ach, hier war der Springer. Ja, na dann. Nein! Au! Nein! Oh, nein! Nein, bitte! Nein!
Nein! Ich bin doch ausgewichen. Dachte ich. Au! Nein! Oh. Mann! Komm. Ah. Sei bereit. Nein. Nein! Oh! Ey! Nein! Ich komme! Hoch mit dir! Ja, komm! Oh! Das war schwierig. Grausige Springer-Trophäe. Er ist langsam, aber sehr kräftig. Wir sollten seinen horizontalen Schwüngen nach hinten und vertikalen seitlich ausweichen, um anzugreifen, wenn er sich erholt. Ja. Rüstungssplitter und Hacksilber. Noch ein Name. Kara. Jemand, der die Walküren sehr liebte. Wer nur? Vielleicht die Königin? Ja. Auf jeden Fall mit diesem doch ziemlich intensiven Kampf verabschiede ich mich und bis dahin, Gruß, Zynos Fan.